Acht junge Gründerunternehmen pitchen im Haus der Unternehmer in Duisburg um die Wette, präsentieren ihre Geschäftsidee vor den kritischen Blicken des Publikums und der Jury. Ein Unternehmen gründen, das erfordert Mut und Durchhaltevermögen. Das wissen Hendrik Gottschalk und Wesley Duarte nur zu gut. Zwei junge Start-ups aus NRW, die unterschiedlicher nicht sein könnten, aber mit dem gleichen Ziel, das nächste große Ding aus NRW zu werden, wollen mit ihrer Geschäftsidee ganz nach oben. Dafür ist der Ruhrpitch 2019 ein gutes Sprungbrett. Denn das Pitchen ist für Start-ups enorm wichtig. Wer mit einem guten Pitch überzeugt, kann geeignete Investoren und neue Kunden für sich gewinnen. Und dafür bleibt oftmals nur eine Chance. Es ist immer wieder eine Erfahrung, vor Leuten zu sprechen. Das heißt, das ist auf jeden Fall schon mal eine Gewinnung. Natürlich treten wir an, um am Ende des Tages als Sieger von der Bühne zu gehen. Ich habe mich einigermaßen vorbereitet, aber so gut wie gar nicht. Aber ich freue mich sehr auf die Veranstaltung heute Abend. Können Hendrik und Wesley mit ihrer Idee die Jury und das Publikum überzeugen? Rückblick. Wir treffen beide Startups ein paar Tage vorher, möchten herausfinden, mit welcher Idee die Gründer durchstarten möchten. Wir sind Michael und Hendrik und uns ist unfassbar kalt. Ich bin Michael. Und ich bin Hendrik. Bereit? Ja. Ich bin Michael. Und ich bin Hendrik und wir zeigen euch heute Get Buff. Wir sind damit gestartet im Oktober 17. Wir saßen hier in der Losteria und gesagt, hey Jungs, das ist was. Und in dem Moment war uns klar, okay, alles, was wir bis jetzt gemacht haben, lassen wir liegen und stehen. Und ja, dann ging es los und seitdem sind wir ja tagtäglich dabei und geben Vollgas, um Get Buff ja, auf den Markt zu bringen. Ich zeige euch jetzt einfach mal, wie Get Buff funktioniert anhand unserer Visitenkarte. Das könnte jede x-beliebige Oberfläche sein, ist also nur ein Beispiel. In dem Moment, wo die App über die Oberfläche gehalten wird, wird aus Bild Video. Das heißt, wir können halt Produkt und Produktinformationen auf eine neue und innovative Art miteinander verbinden, ohne dass die Oberfläche dafür verändert werden muss. Die Herausforderungen, die wachsen halt täglich, aber das ist ja das, was am Ende des Tages, was es dann spannend macht und was halt auch diesen Weg auszeichnet, wirklich am Ball zu bleiben. Und Kontinuität ist dabei einfach das Zauberwort. Ohne das funktioniert nicht, funktioniert einfach gar nichts. Ich habe den Lehrerjob für die App quasi aufgegeben, weil ich glaube, dass es einfach, wenn man dieses Gefühl hat, dass man was Eigenes machen muss und man hat ein cooles Team und das haben wir, dann muss man dafür brennen jeden Tag und dann ist man auch bereit dafür, ja, 24/7 zu arbeiten, weil dann sieht man es halt auch nicht mehr als Arbeit an. Ich heiße Wesley Duarte, bin 41 Jahre alt, bin gebürtiger Brasilianer. Ich kam mit 14 Jahren nach Deutschland. Nun mache ich seit 2010, 2012 LED-Lichttechnik. Und jetzt habe ich mich beschlossen, eine Lösung dazu beizutragen hier in Deutschland, was diese ganzen Terrorgeschichte angeht. Ich habe da eine Idee, die ich verwirklichen möchte. Jetzt habe ich jetzt im Bereich Schutzplanken, im Bereich jetzt, wo wir jetzt arbeiten, haben wir daraus eine Antiterrorbarriere kreiert, wo wir jetzt LKWs dafür schützen und den Menschen da, die Schaden davon tragen, jetzt zu beschützen. Die Materialien, die wir verwendet haben, ja, das sind Materialien, die man niemals wahrscheinlich bedenken würde, das zu setzen. Viele gehen auf Beton oder Stahl alleine und. Wir sind davon ab. Wir sind jetzt in eine andere Richtung gegangen und diese Richtung hat wirklich tatsächlich gezeigt, das war doch die richtige. Am 5. Dezember 2018 haben wir den Crashtest gemacht. Es ist tatsächlich die Duarte Safety Rollerbarriere oder Blockade, die wir auch bei den Crashtests verwendet haben. Das ist das originale Teil. So, wie Sie sehen können, ja, der LKW ist mit ca. 50 Stundenkilometer draufgeprallt und nicht in der Mitte, sondern im schwächsten Teil von der Barriere, und zwar hier. Und wie man sehen kann, da hat sich ein bisschen verformt und hier vorne
mehr ist mit der Barriere nicht passiert. Sehr viele Leute, Herr Duarte, bleiben Sie da, wo Sie sind mit der LED-Geschichte. Diese Sachen mit Antiterror sind immer zu groß für Sie, das schaffen Sie nicht. Ihre Idee ist zwar gut, aber der Markt ist auch riesig, es gibt Mitbewerber und. Ja, das stimmt alles. Aber alle gehen auf eine Richtung, ja. Und da habe ich gesagt, nee, ich habe eine andere Idee, ich gehe jetzt auf eine andere Richtung. Und ich bin fest davon überzeugt, dass das System, was wir jetzt entwickelt haben, Hand und Fuß hat. Zurück zum Ruhrpitch 2019 im Haus der Unternehmer. Die Geschäftsidee, die hier heute Publikum und Expertenjury überzeugen kann, wird ausgezeichnet. Für Wesley und Hendrik wäre der erste Platz eine große Chance, ihre Geschäftsidee weiter voranzutreiben. Die Entscheidung fällt das Publikum per Online-Voting. Okay, unser Gewinner ist Schwarzer! Ein knappes Rennen. Für die Jungs von GetBuff und für den Unternehmer Wesley Duarte hat es beim diesjährigen Ruhrpitch nicht ganz für den ersten Platz gereicht. Trotzdem sind beide Startups froh, dabei gewesen zu sein. Bis auf die Folie, die sind richtig gelaufen, jetzt bin ich eigentlich ganz recht zufrieden. Das ist ein neues Thema, das passt wahrscheinlich nicht unbedingt hier rein für die anderen Startups, ne? Aber ich bin eigentlich zufrieden, für mich geht es letztendlich nach vorne gehen. Das Feedback war gut, es hat Spaß gemacht, 5 Minuten Vollgas, am Ende knapp Zweiter gewonnen, aber TrustWords ist ein würdiger Gewinner des Ruhrpitches und ja, wir freuen uns dabei gewesen zu sein und sind natürlich trotzdem glücklich mit dem zweiten Platz.